2 Jahre nach Fukushima gehen wir wieder auf die Straße. Insgesamt in Deutschland heute an 4 Atomstandorten. In Gronau, Nordrhein-Westfalen, Urananreicherungsanlage und dann an 3 AKWs im Süden in Neckarwestheim und Gundremmingen. Und hier, wo ich jetzt auch dabei bin, rund um Gronde, eine Aktions- und Menschenkette. Also viele Leute machen deutlich, es könnte hier niemand wohnen bleiben, niemand hier leben bleiben, wenn dieses Kraftwerk hochgeht. Und das kann jeden Tag passieren. Und deswegen gehen wir auf die Straße, um deutlich zu machen, Gronde und alle anderen AKWs müssen abgeschaltet werden, damit die Menschen dort, wo sie leben, auch wohnen bleiben können. Wir befinden uns auf dem 40 Kilometer Radius von Gronde ausgemessen. Und man muss ganz klar sehen, dass, wenn so ein GAU passiert, hier einer der Hauptfluchtwege lang geht, weil die B239 eben die Bundesstraße ist, die auf dieser Peripherie lang führt. Und wir haben hier sozusagen einen Checkpoint eingerichtet, wo die Leute, die rausfahren, dekontaminiert werden und die Leute, die reinfahren, davor gewarnt werden, ob sie es denn ernst meinen und wirklich reinfahren wollen. Weil wir eine Menschenkette machen, die sozusagen das Hauptgefährdungsgebiet um das AKW Gronde beschreiben soll, in dem Fall, dass es halt zu einem Ausfall des Kühlsystems kommt und so halt, ja, wir alle der Strahlung ausgesetzt sind. Wir nehmen Fukushima, zweite Jahr Fukushima, in den nächsten Tagen als Anlass, gegen die Atomenergie zu demonstrieren. Wir sind der Auffassung, es muss sofort alles abgeschaltet werden, weil wir genügend Alternativen und auch technische Möglichkeiten haben, die Atomkraft zu ersetzen. Wir wollten mit der Aktion ja auch klar machen, Hannover ist nur 40 Kilometer weg von Gronde. Also das heißt, wenn dort die entsprechenden Windlagen sind, müsste Hannover eigentlich evakuiert werden. Und das wollten wir klar machen, dass das überhaupt gar nicht funktionieren kann, rein technisch schon gar nicht, organisatorisch schon gar nicht. Und deswegen ist natürlich auch ein Grund, warum das AKW abgeschaltet werden muss. Wir sind eine Gruppe aus dem Kreis Warendorf und haben Koffer mitgebracht und stellen eine Gruppe der Menschen auf der Flucht, einfach um zu demonstrieren, wie ist es, wenn es wirklich mal so weit kommt. Ja, es wäre halt ein ziemlich großer Kreis um Gronde, halt, wäre halt verstrahlt, falls ein GAU in Gronde sein sollte. Und ja, hier wäre halt so ungefähr die Grenze des Sperrgebiets. Wir kriegen die volle Breitseite ab. Und was ich so gelesen habe, das Ding ist auch schon etwas altersschwach und ich stehe unter anderem hier, dass das jetzt abgeschaltet wird. Ne, weil wir möchten, dass das wie in Fukushima hier auch passiert. Und ja, für die Zukunft von meiner Tochter, ne, ohne Atomkraft. Deswegen ist es wichtig, dass wir alle Atomkraftwerke abschalten. Nicht 2020, nicht 2050, sondern jetzt. Heute sind in Deutschland insgesamt 28.000 Menschen auf die Straße gegangen. Das war die Spitze des Eisbergs. Wir wissen von der aktuellen Umfrage, dass die Mehrheit der Bevölkerung mit 2022 nicht einverstanden ist. Und das ist, glaube ich, heute auch sehr deutlich geworden. Und wir planen ja schon die nächsten Proteste. Am 21. April wird es in Brockdorf
und in Grafenrheinfeld große Demonstrationen geben. Und wir werden in diesem Jahr weiter Druck machen, damit dann nach der Bundestagswahl eine nächste Bundesregierung diesen Termin 2022 aus der Welt schafft und wirklich die Atomkraftwerke jetzt abschaltet.